Jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Heute auch wieder mit den Grundbestandteilen, die ganzen Sprossen, Alfalfa-Sprossen, dann Linsensprossen und Süßlupinen-Samen-Sprossen sozusagen. Dann Grünkohl, rote Beete, Apfel, Banane, Staudensellerie, Möhre, Pastinake ist heute noch drin. Und natürlich Kurkuma und Pfeffer, Leinsamen für die Omega-3-Fettsäuren, Paranüsse und ein bisschen Nehmpulver, das ist sehr astringierend, also zusammenziehend. Und ja, das Topping sozusagen sind dann halt noch ein paar Wildkräuter. Und das gibt es jetzt zu trinken. Und jetzt gibt es eine Schale von Süßlupinsprossen. Und die sind ein bisschen mariniert mit Teelöffel Sojasauce, Schabzieherklee und Paprikapulver. Und jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Dieselben Sachen wie sonst auch jeden Tag drin, nichts Besonderes. Einfach einen großen Smoothie mit allem drin, was dazugehört und tut ungefähr 50-60% aller Nährstoffe, die ich brauche, abdecken. Das hier übrigens ist wieder MSM. MSM macht süße Träume. Thema dazu oder ein Video dazu habe ich ja schon mal gemacht. Vielleicht verlinke ich das euch, ansonsten ja, müsst ihr es euch suchen auf meiner Kanalsuchfunktion. MSM. Und jetzt gibt es Sommerräumen. Das ist nichts weiter als Reispapier und da drin ist einfach nur alles mögliche Gemüse. In dem Fall Pastinake, Möhre, Paprika, Brokkoli und Blumenkohl, glaube ich. Ach ja, und Frühlingszwiebeln. Genau, das ist einfach nur das rohe Gemüse eingerollt in dieses Reispapier und das gibt es jetzt. Und dazu gibt es noch einen Dip. Da muss ich auch sehen, was ich mache. Wahrscheinlich mit Leinsamen und Sesam einfach mixen und ein bisschen Sojasauce, Knoblauch. Ja, vielleicht noch ein bisschen Kokosblütensirup oder was ich gerade da habe und dann wird das eine leckere Mahlzeit. Und jetzt gibt es wieder einen Smoothie, auch wieder viele, viele Sprossen, dann Grünkohl und Beeren als gefrorene Bestandteil, Banane, so ein bisschen damit es sämiger macht und ja, und dann halt noch Mohn, jetzt wird Kalzium ein bisschen, natürlich viel Kohlen. Dann Apple a Day, Stays the Dr. W, ein Apfel ist auch immer dabei und noch so viele andere Sachen. Wirklich grüßt das Murmeltier. Das sind die Reste von gestern, von den Frühlingsrollen oder Sommerrollen. Leider zerreißen die hier und ich werde die einfach so mit einem Löffel dann abmachen und ja, habe mir halt wie gesagt einen Dip dazu gemacht. Das sind die Reste von gestern und so gibt es dasselbe wie gestern. Früh ein Smoothie und abends diese Sommerrollen. Und zum Morgen gibt es wieder ein Smoothie, wieder alles drin, wie sonst auch. Ich habe heute nur mal ein bisschen dekorativ gearbeitet. Echt ein Tipp, Kurkuma, jeden Tag eine Knolle. Ihr seht, das ist hier eine getrocknete, beziehungsweise getrocknet und dann wieder aufgeweicht. Weil frischen Kurkuma bekommt nicht jeder in seiner Nähe. So die getrocknete Knolle kann man sich bei Amazon kaufen. Ich habe unten noch den Link hingepackt. Und ja, die weicht man einfach ein und da hat man ein halbes Jahr, ein Jahr jeden Tag so eine Knolle und Kurkuma ist halt so mega wichtig. Ich habe ja schon ein paar Videos zu Kurkuma gemacht. Ja, ich werde euch irgendwas verlinken, unbedingt reinschauen. Ja, ansonsten halt wie gesagt, wie jeden Morgen auch mein Komplett-Smoothie mit allen essentiellen Nährstoffen, die man braucht. Bis auf natürlich Vitamin B12 und Vitamin D. Aber ansonsten ist alles drin. Selbst Jod ist drin. Die ist zwar jetzt noch nicht hier drin, aber da kommt immer zwei oder ein Tropfen oben dann drauf. Aber ja, da könnt ihr einfach bei meinen Jod-Experiment-Videos ja, auf dem Laufenden bleiben. Ich kann gar nichts erkennen, aber das sind Bananen. Das ist eine Staude Bananen. Und jetzt gibt es wieder einen Smoothie. Wie gehabt, ein bisschen Resterverwertung noch und jo, den gibt es jetzt. Und jetzt gibt es eine Staude Bananen. So, ich habe jetzt hier die, weiß nicht, die fünfte oder sechste Hand Möhren. Ich fresse mich gerade tot an Möhren. Ja, also sagt mal einfach so ein Kilo Möhren oder so oder vielleicht auch zwei. So, die Woche neigt sich zu Ende und ja, am Ende gibt es auch wieder jetzt hier einen Smoothie. Wie gesagt, nochmal, in so einem Smoothie sind alle benötigten Nährstoffe drin, außerhalb von Vitamin D, Vitamin B12. Ansonsten ist ja wirklich alles drin, was ich brauche für den Tag. Wie gesagt, immer analog die Videos, verlinke euch das nochmal. So 50-60%, das ist eine DGE-Empfehlung, das reicht vollkommen aus für unseren Körper. Warum und deswegen, wie gesagt, ist in dem Video. Ja, und dasselbe wie sonst auch immer drin. Heute ein bisschen Verwertung noch angesagt, weil die Sprossen hier oben, da sind relativ viele Alfalfa-Sprossen drin. Weil ich jetzt für 2 Tage weg bin und deswegen ja, gibt es jetzt sozusagen nochmal ein Alfalfa-Smoothie.
So, ich glaube, heute habe ich den Smoothie wirklich ein bisschen zu voll gemacht. Das sieht ganz schön voll aus. Oh ja. Aber er ist noch unterm Rand. Er ist noch unterm Rand. Und das ist ein richtiger fetter 2,5 Liter Behälter. Allerdings hat es hier oben natürlich nicht gedreht. Das heißt, ich muss ihn jetzt nochmal manuell umrühren und dann nochmal neu anschmeißen. Aber es hat gefunktioniert. Yeah. Thank you.